Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Weihnachtschaos. Ich habe mir ein Bastelprojekt in den Kopf gesetzt, das nicht so will, wie ich das gerne hätte. Und ich habe dann unterwegs auch festgestellt, um hier ein komplettes Tutorial draus zu machen, das ist viel zu aufwendig. Ich will euch aber trotzdem zeigen, was ich hier mache und wie ich das mache. Das heißt, ich erkläre euch so ein paar Schritte. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, so einen Aufsteller zu machen mit dieser Krippe, und zwar mit dieser Mold hier. Das ist diese Weihnachtskrippen-Mold von Stemperia. Die hat mir so gut gefallen. Und naja, das will alles nicht so, wie ich will. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Dann hatte ich erstmal diese Mold, die ja doch, die sieht aus wie Sau, ne? Weil ich da schon ordentlich mit gearbeitet habe. Die sind recht tief, die Sachen alle. Und die sind sehr, sehr detailliert. Und da war mir relativ schnell klar, dass das mit Steam Clay nichts gibt. Und da das ein Aufsteller wird und kein Journal, habe ich gedacht, ich nehme einfach Modellgips. Modellgips. Klingt normaler Modellgips. Nichts Aufregendes. Ist nicht teuer, so ein ganzer Sack hier, der hat beim Obi noch nicht mal 4 Euro gekostet. Jetzt habe ich das Problem mit Gips, der bricht wahnsinnig leicht. Wenn man diese Figuren also zum Beispiel auf einen Journal-Cover kleben würde und man macht das immer auf und zu und das dengelt dann auf die Tischkante, dann wären die wahrscheinlich sehr schnell kaputt. Ich habe es gar nicht erst ausprobiert, weil ist mir zu riskant. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Cover ganz schnell im Eimer ist, die ist ziemlich groß. Also habe ich gedacht, ich mache so einen Aufsteller. Also wenn das nachher fertig ist, dann wird das alles festgeklebt und dann kann man das so aufstellen. Also, dass das dann so, ne, auf dem Tisch steht, das Ganze. Eine schöne kleine Krippe. Fand ich ganz nett und ich habe gedacht, das alles im Junk Journal Look, das ist dann halt einfach auch mal was anderes. Und ja, dann habe ich die Idee gehabt, wie kriege ich diese Figürchen dazu, dass das nicht so leicht, diese Details nicht so leicht abbrechen, wenn man da irgendwie gegen dengelt. Und habe gedacht, vielleicht muss ich die mit ein bisschen was anderem mischen als Wasser. Oder dem Wasser was zufügen. Und habe dann einfach nach der Anleitung, also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, in welchem Verhältnis du das mischen musst, weil ich nicht weiß, wenn du Gips benutzt, was du für einen Gips hast. Es gibt 1000 verschiedene Gipse oder irgendwelche Gießmassen oder sowas. Anleitung auf der Packung befolgen. Da steht ja dran, in welchem Verhältnis du Wasser und Pulver zusammenmischen musst. Ich habe dann einfach in das Wasser, bevor ich das ins Pulver, das Pulver da reingerührt habe, habe ich einfach einen schönen Teelöffel voll Kleber gegeben. Ich habe natürlich Junk Journal Kleber genommen, einfach weil ich den habe. Aber ich bin mir sicher, dass du das mit jedem Bastelkleber machen kannst. Also Tacky Glue, PVA, was weiß ich, was auch immer. Dieser weiße, ganz ordinäre Bastelleim, den wir alle benutzen zum Kleben. Weil der ja so eine Binde, also der hat ja so eine Bindeeigenschaft. Und da nicht zu viel, das habe ich nämlich vorher ausprobiert. Ich habe erst probiert, was passiert, wenn ich den Kleber nehme, Entschuldigung, den einfach mit ein bisschen Wasser verdünne und dann das Pulver da reinmache. Das kannst du komplett vergessen, das gibt nichts. Das trocknet nicht. Du, diese Pampe, das wird nur minimal hart, nicht so richtig, und du kriegst die Dinger nicht mehr aus der Form. Also habe ich dann einfach einen Teelöffel da reingenommen, sodass das Wasser schön weiß war von dem Kleber, aber es war absolut dünnflüssig. Also es hat nicht die Konsistenz verändert. Aber die Klebestoffe sind ja drinne. Und dann habe ich mein Pulver da reingemischt. Und ich muss sagen, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und das fühlt sich auch ganz gut an, was man immer hat, immer. Ja, wenn du also mit diesen Molds arbeitest, man hat immer diese winzigen, kann man das sehen, diese kleinen Bläschen da drin. Wenn du also jemand bist, der 100% exakt arbeitet, ist dieses Projekt eher nichts für dich. Oder du musst rühren, bis der Arzt kommt, dass alle in der Mold, wenn das in der Mold drin ist, dass dann alle Blasen weg sind. Aber dafür gibt es keinen Garant. Da ich das ja sowieso hier alles auf alt und auf Vintage trimme, sieht man da ja hinterher gar nicht mehr viel von. Hier unser Josef. Da sieht man es, wenn ich ganz nah rankomme. Der hat hier so ein kleines Loch. Wenn du das jetzt so nah in die Kamera hältst, dann kann man das sehen. Wenn das hier liegt, auf dem Dings, da sieht man gar nichts. Ja, es ist wirklich so. Das wird eingearbeitet. Das soll ja antik aussehen und von daher ist mir das völlig wurscht. Auch der König hier, der hat also auch in seinem ein königliches Loch da in seinem Mantel. Da ist so viel los auf dem Muster, sieht man nicht. Also mach dich nicht mehr Schugge. Du wirst es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht komplett blasenfrei da rausbekommen. Arbeite das einfach in dein Projekt ein. Ja. Oder sei Perfektionist und fang es gar nicht erst an, weil dann wird es wahrscheinlich eher nichts. Ja, und dann muss man diese Figuren halt hinterher erstmal sozusagen entgraten. Und dann werden die bemalt. Und ich habe zum Beispiel hier den nicht komplett aus der Form gekriegt. Jetzt muss ich gucken, wo der Stickel da abgeblieben ist, der da oben dran fehlt. Also der Stock hier.
Dem fehlt da ein Stock. Den habe ich hier irgendwo rumfliegen in meinem ganzen Durcheinander. Und den klebe ich dann einfach dran. Das ist kein Problem. Hier der Stern zum Beispiel, der ist mir auch zerbrochen. Den habe ich direkt gleich zusammengeklebt. Hier sieht man es auf der Rückseite. Ne? Das war überhaupt kein Problem. Einfach mit Bastelkleber, mit Junk Journal Kleber, mit was auch immer du da hast, zusammenkleben. Das funktioniert dann schon. Oder du klebst es ja hier auf nachher, wenn du das so machst wie ich. Und dann kann man es auch hier, könnte man jetzt, wenn der festgeklebt ist, einfach die Spitze da draufkleben. Ich denke, also für diese Krippenunterlage hier habe ich einfach 3 DIN A4 Bögen genommen, habe die oben abgerundet, kein Hexenwerk, und habe dann die anderen einfach ein bisschen kleiner gemacht. Weil ich, wenn ich das aufstelle, das schöner finde, wenn die nicht gleich groß sind, sondern wenn das so, dann hat das so Kirchenfenstercharakter, das Ganze. Habe das mal komplett, einfach wie wir das bei Junk Journal Covern auch gemacht, bekleistert mit Notenblättern, die ich noch hatte. Ich hatte vor allem noch eins, da steht ein ernstes Stille Nacht drauf. Ich mache das mal runter. Ich nehme mal die ganzen Figuren da weg, damit man richtig schön gucken kann. Ich habe halt mir die schönsten Weihnachtslieder rausgesucht, die ich in diesem alten Eulennotenbuch hatte. Aber sowas kann man sich auch ausdrucken oder irgendwas anderes nehmen, ist ja egal. Seht ihr das hier? Da steht tatsächlich Stille Nacht. Und hier habe ich Ihr Kinderlein kommet, fand ich auch schön. Das habe ich immer so gerne als Kind gesungen, Ihr Kinderlein kommet. Fand ich also sehr passend, einfach eine Collage. Hier habe ich das so ein bisschen wie so Berge in der Wüste zurechtgerupft und da drauf geklebt, weil ich so diesen Charakter haben wollte und dann halt gemalt. Ich bin jetzt auch nicht so das Malwunder, aber ich fand, für den Hintergrund reicht es. Auch hier unten der Boden und dann einfach die Krippe. Ihr seht ja, das ist das Simpelste vom Simpeln. Ja, also nichts Aufregendes. Aber ich finde den Effekt eigentlich ganz schön. Und ob ich hier nachher noch eine Palme drauf male, das überlege ich mir, wenn ich mit den Hirten und mit allem, was da drauf kommt, fertig bin. Erst hatte ich vor allen Dingen das Problem, auch lustig, ich dachte, ich erzähle euch das mal. Ich habe hier Ochs und Esel, ne? Die gehören ja unbedingt dazu. Dann haben wir die Maria und das Baby. Und wo ist denn jetzt der Josef abgeblieben? Josef hat sich verdrückt, das war dem zu viel Theater. Josef, wo bist du? Da ist sie, Josef. Oder den ich zum Jesus Josef gemacht habe. Das kannst du dir dann überlegen bei der Mold. Was ist für dich der Josef, was sind für dich die Hirten? Aber in dem Ihr Kinderlein kommet Lied, dann heißt es ja, die Hirten knien betend davor. Und da warum der da kniet, war also für mich ein Hirte. Und weil das mehrere Hirten waren, habe ich den mehrfach ausgegossen. Der kommt da drauf und da werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar mehr von den Schäfchen machen. Und die da, ist halt doof, dass nur ein Schaf da ist und das nur in diese Richtung guckt. Es wäre halt besser gewesen, wenn das Schaf in die gleiche Richtung geguckt hätte wie die Hirten. Aber egal, da kann man jetzt nichts dran machen. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Könige haben wir ja auch, ne? Zwei Stück, also dieser hier und dieser hier. Und es sind ja drei Könige. Also man könnte ihn vielleicht noch als König zweckentfremden, aber der ist mir einfach nicht königlich genug und darum habe ich den einfach zweimal gemacht. Der steht, also den finde ich ganz okay, aber den finde ich nicht so richtig schön. Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht einfach dreimal den gleichen König mache und die dann alle drei da so aufmarschieren lasse. Da bin ich mir im Moment noch nicht so sicher. Aber für drei ist, glaube ich, gar kein Platz. Wir müssen mit zwei Königen. Der dritte kommt noch, der ist noch... Da, der ist noch in der Wüste. Der ist da ist der. Also entweder mache ich das so oder ich mache das so. Da bin ich mir im Moment noch nicht so sicher. Ihr seht, diese Dinge müssen sich entwickeln. Und mein lustigstes Ding war eigentlich, dass ich Maria und Josef hier drauf hatte und das Jesuskind und so. Und ich fand das auch alles irgendwie ganz nett, aber es sah total behämmert aus und ich wusste nicht, warum. Ich versuche mal, euch zu zeigen, wie es vorher ausgesehen hat. Ich muss es nur gerade suchen, ich hatte es auf dem Handy. So, man sieht es nicht so wahnsinnig gut, aber man sieht es ein bisschen. So war das vorher. Irgendwie sah es behämmert aus. Dann habe ich das hin und her geschoben, es wurde nicht besser. Moment, ich muss mein Handy mal wieder dahin klemmen. Und dann habe ich es einfach an meine Soul Sister geschickt und habe gesagt, jetzt guck du mal, ich bin kurz vorm Verzweifeln, was ist hier eigentlich los? Das sieht so scheiße aus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagt sie, ja, die hängen in der Luft, stell die mal irgendwo drauf. Und das ist so der Moment, wo du dir wirklich an den Kopf greifst und denkst so, ah, wo ist mein Gehirn? Ja, natürlich, wenn die so in der Luft schweben, sieht es natürlich bescheuert aus. Also habe ich einfach den Boden ein bisschen weiter hochgezogen und jetzt stehen die in der Krippe auf der Erde und schweben nicht mehr in der Luft und jetzt ist es gut. Manchmal sind es wirklich die Kleinigkeiten, an denen es hängt und manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf. Also vielen Dank an meine Soul Sister, dass sie mir immer so schön mit Rat und Tat zur Seite steht und immer sofort antwortet auch auf alles. Ja, es ist ja auch so, wenn du sowas dann per WhatsApp verschickst, dann dauert es ja manchmal dann auch einen Tag, bis jemand da mal eine Antwort schickt. Ist ja völlig okay. Ich kann ja auch nicht rund um die Uhr am Handy hängen. Aber sie hat das irgendwie so drauf, wenn von mir was kommt, kommt da immer ganz schnell Antwort. Das ist total super schön und in dem Fall sehr hilfreich gewesen. Also ich nehme die ganzen
Leute mal da weg. So, kannst du dir das angucken? Warte mal, sind wir im Zoom drin? Nee. No, also wie gesagt, es ist das Simpelste vom Simpeln, sowas zu machen. Da braucht man keine Vorlage und gar nichts. Du machst einfach zwei Stickel. Wenn du das aufmalst, ne, kleiner Tipp, leg dir die Figuren hier drauf, damit es groß genug ist. Das habe ich auch so gemacht. Vor allem ihn hier, habe ich die hier alle draufgestellt und dann habe ich drumherum gemalt mit dem Bleistift, damit ich die richtige Größe habe. Sonst stoßen die sich nachher alle den Kopf in der Krippe. Das wollen wir ja nicht. Ne? Also das ist der einzige Tipp, den ich für dich habe. Wenn du malst, dass du dir die Figuren hinlegst und dann dir anzeichnest so drumherum. Auch bei den Palmen habe ich das so gemacht. Da hatte ich die Könige hier schon drauf, damit den nicht das Gestrüpp in der Krone hängt. Ne? Muss man ein bisschen gucken. Aber ansonsten, Malvorlagen findest du Millionen im Netz. Wenn du Hintergrundkrippe guckst, da gibt es die dollsten Sachen. Ich hatte ja auch erst was ganz anderes vor. Ich bin gerade am Gucken, ob mein Hintergrund hier noch rumfliegt. Das ist nichts geworden. Ich habe nämlich erst gedacht, ich mache das so mit so einem Nachthimmel und sowas. Dann hätte ich die Figuren aber hinterher alle schwarz anmalen müssen. Diese hier, wie ich sie haben wollte in diesem Antik-Look, das sieht total bescheuert aus. Das funktioniert überhaupt nicht und deswegen habe ich dann beschlossen, ich mache das dann jetzt anders. Heißt nicht, dass ich das nicht vielleicht noch mache, dass ich die nochmal alle gieße und vielleicht, ganz vielleicht, alle schwarz anmale und damit noch so eine Nachthimmelkrippe mache. Aber denk dran, ne, du kannst deine Sachen anmalen, wie du willst. Das ist die reine Geschmackssache. Such dir einen schönen Krippenhintergrund, gerade bei Pinterest, wenn man das eingibt, da findest du Anregungen noch und schräg. Und dann kannst du das so machen, wie das bei dir zu Hause am besten aussieht. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz zeigen, wie ich diese Figürchen hier eingefärbt habe. Das ist auch eine ganz simple Sache. Acrylfarbe zusammengemischt. Ich brauche gerade mal ein sauberes Tuch. Flupp, ganz ordinäres Küchentuch, das brauchst du auf jeden Fall. Dann habe ich mir Schwarz und Braun zusammengemischt, weil ich halt so ein relativ dunkles Braun haben will. Burnt Amber oder so heißt diese Farbe. Die habe ich aber nicht fertig hier, also musste ich mischen. Und dann bin ich da einfach drüber gegangen. Ich habe da kurzerhand das Ding eingepinselt. Muss mal den Pinsel hier kurz ein bisschen ausdrücken, weil ich ein minimal feuchtes Tuch brauche. Nehmen wir die Rückseite, dass ich nicht viel Farbe. Und jetzt wird das einfach abgewischt. Und solange die Acrylfarbe noch feucht ist, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ja, das bleibt schön alles in den Rillen hängen. Kannst auch noch mal über die Ränder wischen, weil die wird man, wenn das aufgestellt ist, nachher sehen. Ich mache das sowieso noch mal mit schwarzer Stempelfarbe, damit das Ganze mehr Tiefe bekommt. Jetzt gefällt mir das im Gesicht nicht. Der ist mir im Gesicht zu dunkel. Nicht, weil ich was gegen dunkle Gesichter habe, sondern weil man das zu wenig sieht. Das ist mir zu wenig Kontrast. Ihr seht gar nichts, gell? Zoom. Das war zu viel Zoom. So. Ja, jetzt seht ihr es aber, wenn ich es abwische. So, den lasse ich jetzt ein bisschen trocknen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal im Zoom, weil er ja gerade eben wirklich nichts erkennen konnte. Mein Pinsel nochmal ein bisschen anfeuchten. Die Farbe, die ist schon so ein bisschen angetrocknet, deswegen muss ich mal so den Pinsel ein bisschen nass machen, die nicht so ganz so dunkel wird. Also gehen wir da einfach einmal drüber, ohne Rücksicht auf Verluste. Wischen mit dem Tuch ab. Und wie gesagt, wenn da Feuchtigkeit ins Spiel kommt, wenn du das ein kleines bisschen nass machst, dann kriegst du mehr Farbe runter. Und ärgere dich nicht, wenn es nicht funktioniert und es sieht doof aus, dann kannst du das einfach wieder weiß übermalen. Das ist ja das Schöne bei Acrylfarbe, die ist so dankbar in der Verarbeitung. Da kann man echt nicht so viel falsch machen. Meine Farbe ist schon relativ angetrocknet, das steht hier alles schon eine Weile, also machen wir das nochmal nass, damit das ein bisschen besser runtergeht. Ah ja, jetzt läuft's. Das erinnert mich jetzt an diese alten Holzstiche, die man so in so Kirchen findet, ne? Die sehen ähnlich aus. Huch, bin schon wieder aus dem Bild. Heute klappt's alles irgendwie nicht so. So, da gefällt es mir noch nicht. Da ist mir noch zu viel weiß. Und du siehst, wenn du das dann nass machst, den Pinsel, und da einfach nochmal drüber gehst, auch hier nochmal übers Gesicht,
weil das eben, wie gesagt, das ist mir zu dunkel. Kannst du Farbe einfach so abwischen, wie du es brauchst. So, jetzt kann man ihn auch erkennen, ohne dass er viel zu düster ist, der ganze Kerl. Und je mehr Wasser ins Spiel kommt, umso heller wird das alles. Und da hilft dann auch nur so lange rumfummeln, bis es so aussieht, wie du es gerne haben möchtest. So finde ich es schon ganz gut. Und wenn das dann gleich ein bisschen getrocknet ist, dann gehe ich da mit ein bisschen Gilding Wax ran. Als erstes mache ich die Ränder dann schwarz. Dafür ist es jetzt noch zu nass. Sonst habe ich gleich mein Stempelkissen versaut. Ich muss das mal gerade suchen. Wo liegt es rum? Da. Entschuldigung. Ein bisschen raus aus dem Zoom. Das ist das Archival, was ich dann benutze. Ja, jetzt ist trocken. Das ist ja auch das Schöne bei Acrylfarbe. Das geht immer so rasend schnell. Ich mache die Ränder schwarz. Einmal, weil ich das möchte, wenn das aufgeklebt ist, dass das eben nicht so weiß ist. Das sieht man dann, wenn man da so ein bisschen von der Seite dran guckt. Das gefällt mir nicht. Könnte man wahrscheinlich auch schön anmalen mit irgendwas, wenn man da Geduld für hätte. Oder überhaupt die Figuren hübsch bunt anmalen. Kannst du natürlich auch, wenn dir sowas besser gefällt. Gar keine Frage. Ich wollte ja diesen Vintage-Look. Das ist das Coole. Darf jeder so machen, wie er das gerne möchte. Da ist es nicht, da habe ich das nicht gut entgratet. Wo ist mein Messer? Da ist es. Das passiert dann, wenn ein bisschen über die Mold das drüber ragt, das Ganze. Dann kann man das aber hier einfach noch ein bisschen wegkratzen. Ein bisschen vorsichtig. Wir wollen dem König ja nicht sein Näschen abschneiden, sein Royales. Das wäre nicht so gut. Steht einfach nur ein klein bisschen was über. So, jetzt ist gut. Jetzt ist er schick, der Junge. Ja, und jetzt kommt Gilding Wax. Dafür nehme ich eigentlich auch am liebsten den Pinsel. Den mal gerade ausspülen. Da hinten steht das Wasser. Mal den kurz ein bisschen austupfen. Kann man auch mit dem Finger machen, aber wenn man es so ganz fein auftragen will, ist mit dem Pinsel einfacher. Und erstmal nochmal schön zoomen. Achtung. Hier. Die Krone. Und ich will das ja nicht wahnsinnig Gold haben. Ich will, dass das einfach nur, ja genau, man sieht es aber schon, dass das einfach nur so ein Metallic-Schimmer bekommt, das Ganze. Was auch immer er hier trägt, das ist bestimmt wertvoll. Haben wir ja jetzt gelernt, ne? Was die drei Weisen aus dem Morgenland mitgebracht haben. Weihrauch, Gold und Möhren. Jawohl, das hatten die dabei. Fand ich so schön, da haben sie mal so eine Umfrage gemacht, was die drei Weisen dabei hatten. Und viele Erwachsene hatten überhaupt gar keine Ahnung. Und dann war so ein kleiner Zwockel, der sagte dann so, ich weiß, ich weiß. Und der sagte das dann, Weihrauch, Gold und Möhren. Und ich denke so, ja, wenn du 5 Jahre alt bist, was weißt du denn dann, was Myrrhe ist? Da ist doch Möhren einigermaßen naheliegend, dass man sowas dem Baby mitgebracht hat, oder? Ich fand es total gut. Seitdem bin ich versucht, wenn ich Krippenfiguren modelliere, den Karotten in die Hand zu machen, den Königen. Und da macht man einfach da ein bisschen Gold hin, wo man gerne möchte. Also du kannst auch die ganzen Figuren so leicht angülden, wenn dir das gefällt. Das ist ja jetzt die totale Geschmackssache. Oder überhaupt kein Gold, wenn man das blöd findet, wenn du es nicht gerne Metallic hast. Ich fand es schön so, weil ich gerne diesen richtigen Antique-Look mit so einem edlen Schimmer gerne haben wollte. Das fand ich prima. Und überall, wo das jetzt so ganz hell ist, gehe ich dann auch nochmal ein bisschen mit Gold drüber, einfach weil es Spaß macht. Dann sieht es ein bisschen edler aus. Und da das auch nur so ein Hauch ist, finde ich, ist es auch nicht so kitschig, ne? Weil es ist ja gerade so, los Kamera, fokussiere. Ja, jetzt sieht man es, ist gerade so, ne? so ein Hauch, so ein kleines bisschen. Jetzt gehen wir mal raus aus dem Zoom, weil von nahem sieht das so wahnsinnig unordentlich aus. Von weitem, nämlich der Abstand, mit dem man es dann auch sieht, hält sich ja keiner so direkt unter die Nase. Es ist genau so, wie ich es haben will. Der Hirte, der kriegt jetzt noch die gleiche Behandlung.
Der darf auch ein kleines bisschen Gold haben. Einfach, weil es dann besser ins Gesamtbild passt. Auch wenn der arm war. Irgendwas klappert hier. Ich habe so viel Kram auf meinem Tisch liegen, immer wenn ich jetzt hier so mich bewege. Hört ihr das? Irgendwas rappelt. Ich muss hier nachher mal aufräumen. Das ganze Zeug, was hier rumrollt, wegräumen. So wäre dann der Hirte. Einfach nur ein bisschen Patina. Ich hatte also überhaupt nicht vor, die alle detailliert, wer weiß wie schön anzumalen. Das war nicht mein Begehr. So, jetzt schauen wir mal, wenn die Jungs hier drauf gekommen. Huch, Entschuldigung. So, jetzt schauen wir nochmal. Erstmal Maria und Josef, weil die sind ja wenigstens schon mal fertig. Mit denen kann man ja schon mal richtig gut arbeiten. Ochs und Esel. The Baby. Wo ist die Mami? Da. Und natürlich der schöne Weihnachtsstern. Man könnte das wahrscheinlich auch noch beleuchten. Da habe ich aber jetzt keine Lust, was reinzubauen. Ich werde wahrscheinlich einfach hinterher eine Lichterkette oben drum legen. Ich habe noch welche mit diesen kleinen Batterien. Zeige ich euch natürlich, wenn es komplett fertig ist. Das heißt, ich klebe diese ganzen Figuren jetzt mal erstmal an. Und dann überlege ich mir, wie ich mit den Hirten hier noch weitermache. Ob man da noch irgendwas dazu malen muss oder nicht. Zeige ich euch dann gleich. Wichtige Information habe ich noch vergessen. Also dieses Entgraten, das heißt also rundum Ränder abmachen, vorsichtig mit dem Messer oder mit der Nagelfeile geht das auch ganz super gut. Die liegt hier noch rum. Das mache ich ganz gerne, so, dass ich dann da einfach so über die Ränder gehe, wenn da vom Gießen was übersteht. Aber wenn die hier hinten uneben sind, und das sieht man jetzt bei dem, das war sehr uneben, da kann man auch entweder mit der Nagelfeile rangehen. Und was ich ganz gerne mache, ist, das ist einfach Schmirgelpapier, so lange darauf rumrubbeln, bis es dann hinten eben ist. Das muss nicht 100% eben sein, aber es muss, wenn du es hinlegst, die Auflagefläche, die muss einigermaßen glatt sein. Also du merkst es, wenn du das hinlegst und du drückst so drauf rum, ja, das liegt zum größten Teil an und du brauchst viel Kleber. Also nur so eine dünne Schicht Kleber funktioniert nicht, sondern da musst du hinten eine schöne dicke Schicht Kleber drauf machen, damit die Unebenheiten so ein kleines bisschen ausgeglichen werden. Dachte ich, ich hole ihn wieder hierher. Hatte ich noch vergessen zu erwähnen bei der ganzen Angelegenheit. So. Die kleben schon, aber der Kleber trocknet ja zum Glück klar. Von daher sieht man da nachher nicht so viel von. Und ich werde das sowieso auf jeden Fall danach nochmal mit Mod Podge alles versiegeln, komplett, wenn ich das fertig habe, sowohl die Figuren als auch das hier, da gehe ich einmal komplett mit Mod Podge Hardcore über das ganze Ding einmal komplett drüber, weil dann ist das einfach geschützt, auch dass sich Farbe nicht abreibt oder weiß der liebe Himmel. Da wo Krippen stehen, sind meistens Kinderhände, die Dinge untersuchen müssen oder die mal dran kratzen oder so, und dann wollen wir ja nicht, dass da irgendwo ein bisschen Farbe abgeht. Von daher ist das wahrscheinlich am sichersten. So. Also muss ich die jetzt noch festkleben. Musste gerade mal einen neuen Kleber mir holen. Meiner war nämlich leer. Ja, also da nicht vergessen, viel hilft viel. Das dauert dann eine Weile, bis das getrocknet ist. Wahrscheinlich bis das komplett ausgehärtet ist bis zum nächsten Tag. Aber dann hält es wenigstens. Huch, nein, der muss nicht, der macht keinen Kopfstand, der Gute. Der muss richtig rum. So.
Ja, so finde ich das ganz gut und mir gefällt es auch ganz gut. Habe ich ja mit Absicht auch extra so gemacht, dass der eine ein bisschen heller ist und der andere ein bisschen dunkler. Da sieht man das Gold nicht genug. Da muss gleich noch ein bisschen mehr Gold drauf auf den Kerl. Jetzt, wo es trocken ist, sticht das nicht genug hervor. Also einfach noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, jetzt gefällt mir das. Und er hier da hinten, der kann nicht mehr, der schnarcht. Und jetzt sind es auch zum Glück drei Könige, ne? So haben sie doch gepasst, muss man nur ein bisschen zusammenrücken. Ja, das ist schon richtig gut. Der ist mir zu weit unten. Der muss noch ein bisschen höher, der Kleine hier. Ja. Und jetzt kommen noch die Hirten dran. Irgendwo fehlt hier ein Hirte. Ich weiß, dass ich noch einen habe. Ah, der ist noch gar nicht eingefärbt. Na gut, dann mache ich das jetzt gerade noch schnell. Mache ich die noch parat und dann kleben wir die auch noch auf. So, alles fertig, schön aufgeklebt. Aber hier fehlt jetzt eindeutig noch so eine Palme, wie wir sie hier haben. So ein Gestrüpp, was da so reinwächst. Und da habe ich gedacht, wir malen mal schnell noch was. Weil vielleicht ein paar von euch ja nicht so fit sind, was das Malen angeht, damit ihr seht, es ist wirklich super einfach. Ich habe hier eine Riesensauerei, auch an den Fingern und an den Klamotten. Ich habe extra meinen Dreckpulli hier an. Ich habe einen Pullover, der ist zum Verwutzen, statt Schürze, weil ich immer neben die Schürze kleckere. Wenn ihr Acrylfarbe rausbekommen müsst,
Das geht wirklich super gut mit Desinfektionsmitteln. Seit Corona haben wir ja alles, haben wir das ja im Haus. Und also Alkohol, ja, hochprozentige Alkohollösung, Desinfektionsmittel funktioniert einwandfrei, gerade auch auf Kleidung draufsprühen, ein bisschen einwirken lassen, schön mit dem feuchten Lappen rubbeln, damit kriegt man das super runter. Und auch hier so Basteltische, wenn die total versaut sind, sprühe einfach mal Desinfektionsmittel drauf, ein bisschen schrubben. Ich habe so einen Mikrofaserlappen, der ist gut zum Reiben und du kriegst das alles weg. Das kriegst du super sauber. Auch Hände, wenn du das so nicht abbekommst, kein Problem. Nur mal so, weil das auch so eine Frage ist, die immer wieder kommt, wenn ich mich mit Acrylfarbe versaut habe, was mache ich dann? Besonders interessant für alle die, die mit Kindern malen. Denn die schaffen das ja auch immer, Farbe hinzuschmieren an Stellen, ja, wo du dich wirklich fragst, wie konnte das passieren? Aber da ich das auch so gut kann, wundert mich das auch bei Kindern nicht. Palmen werden nach unten so ein kleines bisschen dicker, deswegen malen wir den Stamm da ein bisschen kräftiger als oben. Dann sind die ja immer dünner. So, ich habe einfach einen ganz, Moment mal, ich muss da mal gerade den ein bisschen abstreifen, den Pinsel. Ich benutze zum Malen für solche Dinge am liebsten so einen, sieht man das, das ist ein Flachpinsel. Der ist relativ klein und relativ flach. Ich kann mit kleinen Pinseln besser malen als mit großen, das ist komplette Geschmackssache. Aber meine Acrylsachen male ich fast immer mit einem flachen Pinsel, weil ich das einfach am besten damit hinbekomme. Und das soll ja hier auch nicht in ausgestellt werden irgendwo, sondern das ist ja eine relativ naive Nummer. Also deswegen ist der flache Pinsel super, wenn man dann einfach mit der Spitze Palmbädel-Dinger da dran malen soll kann. Ne? Und wie gesagt, das Bild soll ja nicht ins Louvre. Das ist ja nur für uns zum Schönfinden und zum Liebhaben und dafür reicht es allemal. Und du siehst also dieses Stupfen mit dem flachen Pinsel, man muss mal wieder gar nichts können, das ergibt sich durch den Pinsel ganz von alleine. Falls irgendwer Schiss hat, eine Palme zu malen. Kann ja sein, ne? Ist ja so, ich habe überhaupt kein Talent zu malen. Braucht man nicht. Alles eine Frage der Technik. Und ist ja klar, wenn man den Pinsel so zieht, ne, so ein bisschen so wegzieht, dann sieht das so ein bisschen ausgefranst aus. Dann klappt das ganz gut. Zu viel Farbe drauf, dann klappt es nicht mehr. Naja, so ein bisschen armselig hier die Palme. Die braucht eindeutig noch einen Zweig hier unten. Und das ist beim Malen wieder wie bei einem beim Junk Journal. Das machen wir so lange, bis es so aussieht, wie wir uns das vorstellen. Bin immer noch ein bisschen erkältet. Die Stimme ist immer noch so ein bisschen... Macht noch nicht so ganz, was ich will, aber wird immer besser. Werden wir ja noch mal irgendwann loskriegen hier, diesen Schnupfen. Ja, so finde ich das gut. Und gut, jetzt könnte hier unten noch ein bisschen Gestrüpp hin, so. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach nur so an der Palme gar nichts weiter wächst, die ist nicht so groß, ne? So. Ja. So gefällt mir das. So kann das jetzt bleiben. Also, raus aus dem Zoom, legen wir mal alle drei Teile nebeneinander. Gucken, wie sich das so macht. Mitte. Jawohl, das heißt, jetzt werde ich das ganze Teil einmal komplett mit Mod Podge einbalsamieren. Wo ist mein Mod Podge? Da. Dieses da, Mod Podge Hardcoat. Das ganze Ding komplett übertünchen. Und wenn das dann schön getrocknet ist, dann drehe ich das ganze Teil rum und dann füge ich die Teile zusammen, damit man es aufstellen kann. Okay, jetzt ist es also alles wunderbar getrocknet. Jetzt nehme ich mir Papierklebeband, drehe das alles schön rum und werde das dann von hinten alles schön
zusammenkleben, zusammenfügen. Das hätte ich wahrscheinlich gleich als allererstes auch machen können, da ich ja aber nicht wusste, wo das alles hinführt und ob mir das gefällt und ob ich einzelne Teile davon nochmal machen muss, habe ich das mit Absicht nicht gemacht. Ich habe mir das bis zum Schluss aufgehoben. Moment mal, ich habe hier Kram, der mich stört. Den muss ich mal gerade vom Tisch werfen. So. Habe ich das mir bis zum Schluss aufgehoben, weil ich dann dachte, dann kann ich einzelne Teile austauschen und muss nicht alles nochmal machen. Und das klebe ich tatsächlich einfach hier mit diesem Klebeband zusammen. Fällt in die Kategorie, mal sehen, wie es funktioniert, da ich das ja bis jetzt auch das noch nicht gemacht habe. Also ich mache das zum ersten Mal, so ein Ding. Weiß ich nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Also so geht es auf jeden Fall. Und so, ah ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll, das so ein bisschen so zu kippen, in die Richtung, in die es gedreht werden soll. So. Und dann hier nochmal. Erstmal nur, damit es hält. Denn die Rückseite, die werde ich ja auch noch irgendwie entweder bemalen oder überkleben. Das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass es funktioniert. Jo. Wichtig ist, dass zwischen den Stücken hier so ein bisschen Spielraum ist. Das kennen wir ja auch schon vom Journal-Cover aneinander kleben, dass das nicht zu eng sein darf, weil das sonst nicht hält. Ich glaube, dass ich da ein anderes Klebeband noch brauche, dass mir das zu läppelig ist. Wir nehmen das und gehen da einfach mal über die ganze Breite. Das kriegt dann auch noch ein bisschen Stabilität. Das ist ganz gut, ne? Wenn ich hier rumfuckel, ich brauche eine Schere, und das ausprobiere und das nicht funktioniert, dann braucht ihr das nicht mehr probieren. Dann wisst ihr schon mal, dass das nichts war. Dass das keine gute Idee gewesen ist. Jo, es steht, es hält. Ich mache die Kamera nachher natürlich ab und mache da noch von vorne den Blick drauf. Das ist ja klar, damit ihr euch das nochmal angucken könnt. Ihr seht schon, da ich noch jede Menge Noten und Papier und sowas übrig habe, werde ich einfach die Rückseite auch damit bekleben und das dann noch ein bisschen patinieren. So, Rückseite fertig, einfach wild beklebt mit allem, was die Notenblattpalette zu bieten hat. Fröhliche Weihnachten, alle Jahre wieder, morgen Kinder wird es was geben. Also das ganze Buch, und in dem Notenbuch war auch so ein schöner Weihnachtsmann mit drin. Also so sieht das jetzt von hinten aus. Und dann kann man das auch schön so zusammenklappen. Und dann kann man es freundlichst verstauen in irgendeiner Kiste. Ich würde es vorher nochmal vielleicht in irgendwas einwickeln, in Papier oder in Bubble Wrap oder so. Aber es ist auf jeden Fall eine Weihnachtsdeko, die nicht viel Platz wegnimmt. Und jetzt werde ich das ganze Ding mal aufstellen und die Kamera umbauen, damit ihr das gleich auch mal richtig sehen könnt. Kleinen Moment, wir schauen uns das gleich aus der richtigen Perspektive an. So sieht das also aus, und ich bin jetzt nicht gerade Steven Spielberg, das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, mit einer Hand, ohne dass ihr seekrank werdet, das ganze Ding hier richtig zu filmen. Erstmal Licht. Ja, Licht ist, glaube ich, ganz okay. Und meine Lieblingsbeschäftigung, etwas ranzoomen. Hier haben wir also dann die drei aus dem Morgenland und die Hirten. Ja, und jetzt kann man das noch dekorieren mit einer Lichterkette oder sowas. Ich habe da jetzt einfach mal die Lichterkette drumherum gefummelt. Ich finde, dass das schon mal ziemlich cool aussieht. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher daran. Es ist ein bisschen dunkel. Man kann es nicht so gut erkennen. Das heißt,
Ich werde jetzt mal die Lampe anmachen. So. Kann man auch nicht mehr erkennen. Okay, versuchen wir es mit der Lichterkette aus. Das ist ein bisschen besser. Reflektiert es nicht ganz so arg. Nun denn, ich denke, ihr bekommt den Eindruck, wie das aussehen soll. So ist es von vorne. Von hinten haben wir ja gerade gesehen. Und jetzt könnte man das natürlich hier vorne auch noch ganz hübsch dekorieren. Vielleicht mit ein paar Tannenzweigen, ein kleines Kerzchen dahinstellen. Und es ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist eine Junk Journal-ähnliche Dekoration. Und ich finde, man sieht es nicht jeden Tag sowas. So, meine Lieben, das war's jetzt. Ich bin mal sehr neugierig jetzt, was ihr von dem ganzen Geschehen hier haltet. Eine Krippe im Junk-Journal-Stil ist ja sicher was sehr Ungewöhnliches, aber ich muss sagen, je länger ich mir es anschaue, umso mehr gefällt es mir. Wenn es dir auch gefällt, dann hinterlass mir sehr gerne ein Like, einen Daumen hoch. Und erzähl mal, was für eine Krippe magst du denn am liebsten? Habt ihr noch eine alte von früher, noch die Krippe aus deinen Kindertagen? Ich habe noch die Krippe, die hat meine Mutter mir irgendwann übergeben, die wir immer hatten, als wir klein waren, die bei uns unterm Weihnachtsbaum stand. Vielleicht ist Krippe überhaupt nicht dein Ding und du sagst, völlig überflüssiger Kram, bei mir ist Weihnachten der Weihnachtsmann und fertig. Auch okay, ich bin mal sehr gespannt, weil es gibt so viele unterschiedliche Arten, auf die man Weihnachten feiern kann. Für mich gehört einfach traditionell eine schöne Krippe dazu. Und ja, ich hoffe, es hat dir eine kleine Anregung gegeben, einfach eine Idee, was man so machen kann. Wie ich das schon im Video gesagt habe, es gibt tausend Varianten, das hier auszuarbeiten, mit ganz anderen Hintergründen, in ganz anderen Farben noch. Und ich wäre sehr, sehr gespannt zu sehen, was du denn aus diesem Projekt machst. Falls du da Lust zu hast, zeig es sehr gerne, entweder auf Facebook, da sehe ich es ja dann auch in der Junk Journal Gruppe, oder schick mir ein Foto, bastelwerkstatt@funkelkram.de, Adresse ist unten drunter. Freue ich mich total zu sehen, wie hast du das umgesetzt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag und eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Geh an deinen Basteltisch, bastel dich glücklich. Bis dahin, ciao.